Hallo, ich bin Alex von Pechflex und heute möchte ich euch mal den Orange Microterror zeigen, aber nicht so wie viele andere einfach nur pur den Amp an sich, sondern mit dem Palmer PDI 09. Das ist ein DI-Box, so dass ihr den Amp direkt an euer Mischpult anschließen könnt. Ich bin selber Gitarrenspieler seit ca. 3 Jahren mittlerweile und vorher habe ich eigentlich nur Modelling-Games gespielt, sei es ein Fender Mustang, Roland Cube oder seit neuestem Amplitude mit dem Custom Shop und verschiedenen Amps. Aber es hat immer irgendwas gefehlt, so der richtige Sound, sagen wir mal so. Und jetzt mit diesem Setup hier, muss ich sagen, ist absolut genial. Ich werde euch zeigen, wie das Teil sich anhört. Ich habe jetzt Aktivboxen. Der Sound wird direkt von meinem Mischpult aufgenommen. Und ihr werdet sehen, der Sound mit dem Orange und dem PDI, der ist einfach genial. So, und hier sind wir auch schon bei dem Setup. Hier seht ihr den Terror, hier ist die DI-Box und der Anschluss ist ganz einfach. Einfach vom Amp hinten direkt hier in die Box rein. Wir stellen den Widerstand auf 15 und hier könnt ihr jetzt die verschiedenen Lautsprechersimulationen aussuchen. Hier über ein XLR-Kabel direkt ins Mischpult rein und das war's auch schon. Total simpel, aber genial. So, und hier sind wir jetzt mal kurz beim Mischpult. Hier ist das Kabel vom PDI und hier kann man gerade sehen, dass ich alle Regler mittig gestellt habe, so dass dort eigentlich keine Veränderung da sein soll. Ja, nicht ganz aufgedreht, weil der Amp, der ist wirklich arschlaut und das würde hier über die Aktivboxen ein bisschen zu heftig sein. So viel zum Thema Microterror und Palmer PDI. Das hier war unser erster Vorlog von Pechflex. In Zukunft wird es noch mehrere solcher Sachen geben. Über andere Themen natürlich. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Bis zum nächsten Mal.